Mach ich noch? Mach ich noch? Mach ich noch eine? Hey, was soll's? Es ist ein toller Tag. Die Sonne scheint, die Vögel vögeln, alles ist super und ich mach noch eine Folge. Karte der U-Bahn, ja toll, ohne hinzusehen. Reiß sie raus, Heather! Mein Gott. Frau muss sich doch zu helfen wissen. Es kann nur jedem passieren, dass man in der U-Bahn landet und die ist voll mit Monstern, aber ist sie gar nicht. Eine Reihe von Telefonzellen, aber sie sind alle kaputt. Warum sind die Telefonzellen kaputt? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gott. Entschuldigung, an irgendwas muss ich meine Wut auslassen. Meine. Nein! Okay, hier waren wir schon. Links. Links. Aber jetzt nur noch links. Oh. Das Treppen. Jetzt guckt mal, das meine ich. Das meine ich. Ich habe mich mittlerweile eingekriegt. Aber es sieht doch wirklich behindert aus, oder? Also, es sieht wirklich blöd aus, meine ich. Nicht behindert, aber blöd. Was ist das? Vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich cool. Hat genau zu mir gepasst. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, wie können Seelen sterben? Erkenne nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Okay, hört sich nach einer Menge Spaß an. Oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Ich habe es mir jetzt den letzten Abschnitt nicht durchgelesen. Ihr könnt ja das Video stoppen, wenn ihr es lesen wollt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir gegen irgendeinen Geist kämpfen werden müssen. Oder aber, dass wir gegen jemanden kämpfen müssen, der besessen ist. Douglas zum Beispiel. Könnte ich mir da gut vorstellen. Douglas Cartland. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie ein geniales Gedächtnis für Namen. Aber keinen Sinn für Orientierung. Wie man hier sieht. Gesundheits-, Erste Hilfe. Immer hilfreich. Deshalb heißt es ja auch Erste Hilfe. Das war nicht witzig. Was soll das? Ich kapier's nicht. Ernsthaft. Kommen wir von hier? Oder nicht? Wieder sowas hier. Das Gleiche, oder? Ist das der Gang, in dem wir schon waren? Ah, verstehe, es ist die andere Seite der Treppe. Hier ist die eine Seite, da hinten wäre die andere Seite, durch die wir wieder hochgegangen sind. Gut, weil es hier unten nichts gibt, werde ich das jetzt erstmal meiden. Und ich muss jetzt gerade an Max Payne denken. Egal. Da gab es in der Demo auch so ein Level in der U-Bahn oder ja. Ist auch egal. Darum geht's hier. Nein! Nein! Warum machst du das Spiel? Warum machst du das? Was ist das hier? Kaputt. Alles kaputt. Ah, hier geht's wieder zurück. Dann nochmal rechts. Probieren wir das.
Entschuldigung dafür. Gehen wir hoch. Finden wir oben was? Finden wir was? Finden wir was? Wahrscheinlich nicht. Oder? Das sieht irgendwie genial aus. Egal. Ey, jetzt im Ernst, was ist hier los? Warum möchte das Spiel nicht, dass ich weiterkomme? Warum machst du das? Warum? Hier ist doch schon wieder nur. Wahrscheinlich kommt jetzt der Speicherpunkt. Ja, genau. Ich bin mit gutem Willen da reingegangen, eine weitere Folge heute noch zu machen. Mit wirklich gutem Willen, glaubt es mir. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja! Wuhu! Ups, ups, ups. Okay, toll. Jetzt darf ich den Ton nachbearbeiten, damit ihr nicht vom Stuhl fliegt. Aber ich habe eine Karte. Ich habe eine Karte. Ich habe eine Karte. Wuhu! Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Das ist genial. Okay. Wo waren wir überall? Jetzt sag mir nicht, dass wir schon überall waren. Central Square. Da waren wir noch nicht. Da gehen wir hin. Wo sonst? Boah, dass die Karten. Normal ist in Silent Hill so, Karte ist immer am Anfang eines Abschnittes. Das war jetzt gerade irgendwie verdammt fies. Ist kaputt. Ist das der Central Square? Nein, da will ich ja auch gar nicht hin. Ich weiß zwar nicht, was ich am Central Square finden werde, aber immerhin war ich dort noch nicht. Was war das jetzt? Ich habe gerade die Kontrolle über meine Sprachmuskulatur verloren. Kurz speichern. Quatsch. Kurz Pause. Ja gut, zeig mal. Hier hoch. Da waren wir noch nicht. Was soll das denn? Okay, Heather möchte nicht kooperieren. Sie möchte natürlich wieder ihren dicken Kopf durchsetzen und... Naja. Und, ihrem freien Willen freien Lauf lassen. Ist nur blöd, wenn ich darunter leide, ne, Heather? Findest du nicht? Findest du nicht, dass es... dass dein Verhalten eigentlich unfair ist. Weißt du, so gegenüber. Eigentlich gegenüber deinem Leben. Ich meine, du könntest jetzt schnell mal nach Hause dockeln, durch das Einkaufszentrum. Du könntest durch das Einkaufszentrum verlassen und durch die Stadt gehen. Kannst du das? Ich schätze, du könntest es, aber nein, du musst mit der U-Bahn fahren. Guck dich doch mal um. Erstens, guck dich doch mal an. Und zweitens, guck dich doch mal um. Hier ist kein Schwein. Findest du das nicht merkwürdig? Hier ist auch kein Mensch. Aber ja, ich wohne in einer Gegend, die schwere Probleme mit Wildschweinplagen hat. Ist aber auch egal. Oh Gott. Ja, wo geht's hin? Hazel Street, nein. Wir können nur runter. Runtergehen ist das einzig Sinnvolle jetzt. Aber nochmal danke an denjenigen, der erwähnt hat, dass es eine Karte gibt. Sonst hätte ich jetzt hier auch überhaupt nicht dran gedacht, selbst wenn ich sie gefunden hätte. Daran muss ich nämlich gerade denken. Aber Speicherpunkt. Heather, wie malst du denn den Speicherpunkt? Hast du in der Schule malen gehabt? So kunstmäßig? Aber ich weiß nicht, was ich dir dafür gegeben hätte.
Aber bestimmt hättest du die Zahl nicht mehr zählen können. Weil ich nicht glaube, dass du höher als 3 zählen kannst. Okay, das habt ihr nicht gehört. Das hat hoffentlich auch Heather nicht gehört. Doch, du Penis! Okay. Ich glaube, ich pieps hier gerade nachher ein Wort raus. Ist egal.